Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Build Together Minecraft. Wir sind die Verplayten und machen gleich weiter, würde ich sagen. Ja, auf jeden Richtig. Fall. Cool. Kann man eigentlich Pissoirs bauen? Boah, du hast doch selber schon was auf einer anderen Welt mal gebastelt, oder? Nee, es war auf der mit der Pissrinne. Ja, aber du Pissrinne. hast doch eine Toilette gebaut gehabt hier mit den Falltürdingens und so. Ja, ich weiß. Ein Pissoir vielleicht mit den Öfen, ne, nicht mit den Öfen, sondern mit der Kessel. Ja. Einfach so eine Treppe in die Wand klatscht, sieht scheiße aus. Ja, das ist deine Meinung. Ja. So. Gute Frage. Wer mag keine Treppen an der Wand? Keine Ahnung. Irgendwelche Leute. Erstmal provisorisch hier ein bisschen Licht. Ach, wer braucht schon Licht? Richtig, Dunkelheit. Ja. Muss düster sein. Da ist recht. Muss Shadow sein. Ja, schlecht. Ja, ist so schlecht, dass das schon Es wieder wird schon gut wieder ist. dunkel. Legen wir uns kurz pennen. Und wieder, haben wir doch gerade eben erst. Ja, scheinbar reicht's nicht. Soll ich mal ein Bett wieder finden? Das muss, glaube ich, da drüben sein. Jetzt ein Ja, leg doch neues. eins hin, du bist im Kreativmodus. Kannst du ja irgendwo eins hinlegen. Nein. Nix da. Kontinuität. Weißt du nicht mal, was das heißt hier? Doch. Na, dann sag's. Dass es gleich bleibt. Ah, ja. Das hast du jetzt kurz nachgegoogelt. Ja. Ja, in den 2 Sekunden. Ja. Ist halt Schnellgoogler, deswegen macht er auf Dein Klugscheißer. Tablet liegt neben dir und du hast geschwind auf Sprachkorrektur oder auf Auf Spracherkennung gemacht Sprachkorrektur, und genau. ja, Sprachkorrektur. Es ersetzt deine Sprachwörter. Er hat sich so, keine Ahnung, 5 Wörter für den Tag aufgeschrieben und die tut er dann Die irgendwann müssen an mal den Videos vorkommen. einsetzen. Richtig. Und Wie zum Beispiel abonnieren. genau, abonnieren. Oder schreib es in die Kommentare. Nee, das ist ja mein Ja, Spruch meine ich immer. ja. Also. Mann. Und Shadow Mobben. Ja, das ist natürlich Thema Nummer 1. Dankeschön. Bitte. Bitteschön. Ihr seid Säcke. Ja. Allerdings. Ja, zu dem Thema zurück. Community mitspielen. Haben wir, glaube ich, schon mal angekündigt. Weiß ich bloß nicht mehr. Wie gesagt, ihr dürft auf jeden Fall mal mitspielen. Wir machen extra einen Kreativmodus mit Community. Die Frage ist nur, wird es für die PlayStation 3 laufen oder wird es für die 4er laufen? Normalerweise für die 3er, weil recht viele Leute noch keine 4er haben. Das heißt, es wird eine komplett neue Welt entstehen. Dann wird es so aufgebaut wie hier ungefähr, dass sich jeder ein Eck suchen darf und darf dann seine Kreativität freien Lauf lassen. Schweres Wort, ne? Wir haben eigentlich eine Community-Welt, hatten wir ja. Die haben wir nur ein paar Folgen gemacht mit ein paar Leuten. Und das war's doch, glaube ich. Stimmt, da hat man mal was, ja. Die haben wir, glaube ich, immer noch. Aber bis jetzt Die war hatte. aber auf deinem Server, oder? Hast du die nicht mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Ach nee, ich habe ja auch noch eine Community-Welt, Die hast stimmt. du, glaube ich, gemacht gehabt sogar. Nee, die können. Nee, aber das war eine Let's Play-Welt, eine normale. War keine Kreativ-Welt. Ja, nee, es war eine normale, klar. Ja gut, eine Kreativwelt können wir auch machen. Ja, das meinte ich eigentlich, dass wir eine Kreativ-Welt machen. Oh, Pissrinne 2.0. Und wie gesagt, entweder für die PlayStation 3 oder für die 4er. So wie ihr natürlich sagt, hey, ich habe eine 4er, ich würde gerne auf der 4er mitmachen. Oder ich habe leider nur eine 3er, ich würde gerne auf der 3er mitmachen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Da sind wir schon wieder dabei mit den Kommentaren. Schön, hast du es dir aufgeschrieben. Ja. Wie gesagt, ich muss es ja ab und zu mal zu Wort bringen. Lass dir einen Keks nachher raussuchen. Und werden wir auf jeden Fall auch sehr bald zu bald mal wieder in Angriff nehmen, weil es einfach Spaß gemacht hat, mit der Community zu arbeiten. Stimmt. Hast du in den Kessel eigentlich Lava rein? So, probier's mal aus. Hat ausprobiert, geht nicht. Wenn ihr natürlich dann solche Pro-Gamer seid in der Kreativität und könnt dann hier so
Drachen, die kämpfen und sonstiges bauen. Dann macht's einfach. Oh ja. Wir würden uns freuen, wir helfen euch sogar vielleicht, wenn wir helfen können. Wir sind natürlich nicht solche Hardcore-Zocker, wo wir sagen, ey, wir bauen jetzt einen Drache, wie geil. Oder wir bauen jetzt hier ein Raumschiff Enterprise oder irgendwas Spezielles. Wir sind einfach normale Zocker, wo dann sagen, okay, alles klar. Oh. Ja. Ja. Dann hat es davon. Ja. Ja. Voilà. Da bin ich wohl gegen die Wand gerannt. Wie immer. Immer. Sagst du. Du bist im Leben öfters gegen die Wand gerannt, oder? Nee. Nicht so wie bei dir zumindest, als dich der Arzt damals zweimal gefallen lassen hat. Nur zweimal? Was öfters? Dann ist ja gut. Nicht, dass ich wüsste. Mutter hat immer gesagt, zweimal. Wie viel waren es bei dir? Acht? Nee, bei mir war es einmal. Das war aber Absicht. Aber einmal richtig. Das war aber bei mich ja Absicht. Ja, bei mir war es wirklich noch ein Unfall. Viermal? Ja. Dumme Ärzte. Zweimal vom Arzt, zweimal von deiner Mutter. Oh, jetzt. Oh, das. Shitstorm. Naja. Lieber Micha so Snake, anstatt Spieler ausschließen. Wie bitte? Warum ausschließen? Du kannst nur die Realität nicht verkraften. Doch. Hör auf, Micha, sonst weint er noch. Ja. Oh, es tut mir leid. Er hat Korax. Nein, ich meine nicht. Ich hab nur was im Auge. Ja. Genau. Ich geh mir kurz meine Augen putzen. Ist dein Mikro nicht zu muten, ja? Ja, genau. Oh nein. Ja, Micha, lass doch den armen Korax in Ruhe, hey, der hat auch Gefühle. Sagst du? Echt? Okay, er hat keine. Was macht der Hund hier? Ja. Richtig. Tickende Zeitbombe. Oh, ich hab ihn runtergeschubst und das ist unten verreckt, weil es zu hoch war. Toll. Tierquäler. Wow. Jetzt geht Peter vor der Tür. Peter! Peter! Ne, der steht nicht vor der Tür. Ich habe hier gerade die Tür im Blick. Die mache ich aber wieder zu. So. Peter ist nicht hier. Peter kommt. Was nicht. Du? Ich habe ihn vergraben. Was? Hä? Nix, ich habe nichts gesagt. Wir machen so einen Spezialisten bei uns im Freundeskreis. Wenn du den ansprichst, scheißegal was. Oder auch wenn was? Du schreibst, es kommt zurück. Was? Oder. Hä? Was? Was? Entweder ein Hä? Oder was? Ja, den kennst du auch, Shadow. Ja. Und San Kai Kano. Was? Was? Wer? Liebe Grüße an dich an der Stelle, lieber Kai Kano. Melde dich mal wieder. Ja, melde dich mal wieder. Was? Was? Wer? Wo? Wer seid ihr? Wer bist du? Kenn ich was dich? Bist du? Machst du auf meinem Server? Kick. Kick. Hey, ich hab die Serverrechte. Oh, endlich hat er es mal geschafft, dass er Serverrechte hat. Oh Gott. Wie oft höre ich den Spruch, Micha, gib mir mal Adminrechte bei TeamSpeak. Ja, klar. Nein, die kriegst du nicht. Oh, warum? Gott. Warum möchtest du Adminrechte bei TeamSpeak? Dass ich andere befördern kann und... Niemals. Auf den Kanal schieben, wo sie hingehören. Nein, das kann so, auch wenn ich. Wenn das Spiel, Leute gleich hochziehen kann oder das so. Das kann auch ich machen. Wenn du nicht da bist. Wenn ich jetzt dann, nur mit dem Shadow oder so aufnehmen will und der rafft einfach mal wieder nicht, da rüberzukommen, dann kann ich rüberziehen, also da. Nee, das lassen wir mal. Nein. Warum? Weil es einfach sicherer ist. Ist doch ein vollkommen legitimer Grund. Nein. Ja. Du willst bloß Unsinn machen. Ach, Quatsch. Was würde ich Unsinn machen? Wirklich so unseriös. Und würde die Nadel des Lügendetektors ausschlagen. Alter, das Ding würde. Das Ding würde laut piepen ohne Ende. Hier. Es ist wie damals bei The Simpsons. Herr Simpson, wir stellen Ihnen jetzt ganz einfache Fragen, die Sie mit Ja und Nein beantworten müssen. Haben Sie das verstanden? Ja. Boom. Oh, so geil. Brauche ich Material für meine Decke. Ja, aber du kannst ihn doch nicht mit Homer Simpson vergleichen. Der ist doch wenigstens intelligent. Danke. Hä? Ich meine Homer Simpson. Nee. Nicht Korax. Doch. Nein.
dass du schlichtweg nicht zur Meinung kommst. So. Denk dran, ich hab die Serverrechte. Du hast nix, hast Denk du. Dran, ich hab Adminrechte bei Teamspeak. Ja, und ich kann dich hier rausschmeißen, ist doch viel besser. Ich kann dich bei Teamspeak rausschwerfen. Super! Habt euch jetzt lieb. Nein. Liebet und vermehrt Nein. euch. In den Quarkstufen von unten aus. Die Quarkstufen von unten. Quarkstufen von unten. Quarkstufen. Das ist nix. Das wird dunkel. Auch was Gutes für eine Decke. Tee. Tee. Einer der Mitbegründer ist ja ein Demenz erkrankt, ne? Bei was? Von AC/DC. Oh, echt? Ja, ja. Habe ich gestern oder so gelesen. Kannst du lesen? Ich habe gerade noch gesagt, jetzt kommt gerade noch gedacht, jetzt kommt das Kommentar. Du kannst lesen. Bist so vorhersehbar. Muss der sein, weißt du? Wenn du schon solche Sprüche reißt. Ja. Tja. Nee, doch, passt. Hey, es wird wieder dunkel. Diesmal sehe ich es sogar. Echt jetzt? Wow. Du kannst sehen. Oh, 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 der war jetzt gut. Irgendwie nicht. Alter, das sieht auch geil aus. Da kommt Lava einfach mal aus dem Berg raus. Das ohne meine Hilfe. Sollen wir uns hinlegen, oder? Geht noch nicht. Ach so. Kannst nur nachts schlafen. Ach so. Kannst nur nackt schlafen. Okay. Oh Gott. Nein, bitte nicht, ey. Micha, bring ihn nicht auf nicht. Ideen. Ich hatte mal irgendwo ein Bett, ach da. Eine Decke aus Notenblöcken. Erster. Zweiter. Dritter. What a loser. Ja, du sagst, oh, da hast du ein Bett. Ist aber der Letzte, der reingeht. Ich musste noch was für meine Tür bauen. Ja, ja. Natürlich. Ja, ja. Mhm. Natürlich. Ugh. So, da haben wir es schon wieder. Bei mir wird es aber hier ein bisschen finster drin. Ich muss auf jeden Fall besser beleuchten. Ist aber auch ein mächtiges Unterfangen hier. Ich bin noch am Überlegen, wie tue ich nachher mein Gebäude beleuchten. Ja, ich bin auch noch am Überlegen. Ich habe noch ein bisschen Growstone habe ich hingepackt, aber das wird wahrscheinlich eh weichen demnächst gegen was anderes. Aber ich schau mal. Vielleicht mal irgendwie so Kerzenleuchter oder so. Muss ich schauen. Da bin ich auch noch am Überlegen. Muss ich gucken, wie ich das mache. Vielleicht. Ah, erstmal gucke ich, ob die. Also entsetzt reinblickende Gesichter als Decke ist blöd. Weil sie beim Sehen sind. Vor allem hält er doch gar nicht, oder? Doch, doch. Muss ich gerade ein bisschen rumprobieren? Nicht nur du. Bartsäulen. Das sind doch 4 oder sind das 5? Das sind 5. Wieso sind das 5? Warum sind das 5? Das wollte ich nicht. Ich wollte 4. Ja. 4. Ich verzählt. So ein Scheiß. Jetzt krieche ich und stelle mir eine Säule ins Wohnzimmer. Krieche nicht da rein. Gott. Jetzt fängt das schon wieder an. Ja. Ja, das sind wieder so Videos, die der Shadow verbreitet. Ich? Ja. Du hast es verbreitet. Ich wieder. Du immer. Du bist schuld. Verbreite doch keine Videos. Nein, du schwimmst nur unseren Chat zu. Echt? Ja. Bin ich? Nein. Der dritte Mann.
Genau, es war der dritte Mann. Also war es Korax. Nein, ich bin die vier. Nein, du bist der dritte. Wer ist der vierte denn bitte? Stimmt, ja. Wir haben keinen vierten. Also. Sind nur drei. Ich bin die eins. Hä? Ja, ohne mich läuft das ganze Ding ja nicht. Ach, Pah. Quatsch. Pah. Träumer. Ja? Träumer. Ja, du sollen wir mal zeigen, wie es ohne ihn läuft. Ja. Ja, ich hab's aber bei Saints Row gesehen, ne? Was war da? 0-0-0-0-0. War es 0-0-0? Ach, vergiss es. Keine Ahnung, was sie will. Bin ich wieder in Rätseln? Vielleicht meint er, es ist eine 0. Ja, du 0. Da haben wir 3, da haben wir 5 oder so. Ist das schön, die Leute vorbereitet sind zu den Folgen? Ja, allerdings, dass wir vorgenommen haben, wir bereiten uns jedes Mal Themen vor. Ja, dann schlag mal ein Thema vor. ISIS. Was für ein Ding? Ja, die ISIS. ISIS? War eine Göttin in Ägypten. Ja. Ja, und der Krieg jetzt? Oh je. Also ich sag mal so, konnten wir auch, was die machen. Ja, cool. Haben wir auch schon hinbekommen. Nur, dass wir waren halt 70, 80 Jahre früher. Eigentlich müssten wir jetzt hingehen und die verklagen, ey, das war unsere Idee. Das hatten wir schon mal, sucht euch was Eigenes. Das hatten wir schon mal, das war unsere Idee, macht was Eigenes draus. Nee, das ist ja eigentlich nur noch eine Menschenjagd, was die da machen. Ja, das ist echt abnormal. Ja. Das Problem an der Sache ist halt, die werden ja wirklich dazu erzogen stellenweise, das ist denen ihr Glaube. Ja, natürlich. Also, du kannst sagen, was du willst, sie werden einfach nicht abweichen. Einfach mal zu sagen, wir löschen alles aus, was nicht an uns glaubt, das ist halt wie bei uns. Alles, was nicht so ist wie wir groß, blaue Augen, blonde Haare, das wird da wegradiert. So, dass man vom Server gebannt, genau. So, dass man vom Server gebannt, genau. Wie gesagt, das haben wir auch schon gemacht. Das funktioniert nicht, hatten wir aber auch schon. Richtig. Weißt du, was dabei rauskommt? Der dritte Weltkrieg und nachher verlieren sie. Und dann heißt, dann hacken wir erstmal 100 Jahre auf sie ein, ihr habt den Krieg verloren. Ja. Naja, ist doch immer so. Eigentlich müsst du doch noch so ein paar alte Hasen hinschicken und sagen, hey, zeig dir mal, wie das richtig geht. Solange sie nicht anfangen, die Autobahn auszubauen. Die müssten schon mal eine Autobahn bauen. So, stimmt. Ja, peinlich ist halt das, was du schon lange gesagt hast, ein paar Freunde von mir auch gesagt haben, unsere Bundeswehr, das sind keine Soldaten mehr. Eigentlich nur noch ein Schießbudenverein. Weil es hängt mit dem Equipment an, wir hängen so hinterher. Jetzt kam sie, ja, das ist nicht in Stand gehalten, das ist nicht in Stand gehalten, das funktioniert nicht. Ja, wie war es denn mit deinen Helikopter, die sie einsetzen wollten und die jetzt die Hälfte kaputt ist? Richtig, genau das meine ich. Tja. Und es ist auch nicht mehr so wie früher, dass es im Zweiten Weltkrieg, da hatten Leute Angst vor den Deutschen. Heute ist es vielleicht einfach nur ein Sparschwein. Aber es gibt noch wirklich welche, wo diesen Instinkt haben. Aber der Großteil bei der Bundeswehr sind nicht die Soldaten, wo die immer noch Angst vor haben. Ja, gut, das Problem ist, da wir den Krieg verloren haben, sind wir natürlich auch dementsprechend eine Schießbudenverein jetzt komplett. Ja. Aber eigentlich sollten sie endlich damit aufhören. Das ist jetzt schon so lange her. Und was du, wir lebten noch kurz, du musst ja bedenken, es ist 70 Jahre vorbei. Ja, das hat nicht vor 70 Jahren angefangen, es ist 70 Jahre vorbei. Das heißt, von dem ganzen Kriegsgedöns ist keiner mehr am Leben. Das heißt, kaum ihr noch, hört ja. doch endlich mal auf mit der Scheiße, wirklich. Tja. Ja, da sind sie noch ein bisschen arg verspießt. Ja, was soll denn das? Huch, vertan. Da muss es hin. Ja, aber es ist doch wirklich so. Die deutschen Soldaten, für denen sie mal Angst hatten, die gibt's nicht mehr. Ja, das ist ja das. Bei eins sind sie noch welche dabei, wo wirklich verbissen sind und da wirklich auf dieses Du- oder Ich-Situation ausziehen oder damit klarkommen, aber so heutzutage, gut, ich würde es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bin auch nicht beim Bund. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Zum Glück. Will ich auch gar nicht mal hinzufügen. Will ich auch nicht hin. So, dann können wir hier schon mal anfangen ein bisschen. Zumindest hat sich da jetzt mal eine Allianz geformt, um die mal ein bisschen in den Arsch zu treten.
Schauen wir mal, was es bringt. Ja. Problem ist da halt auch, die sind nicht so bei uns, dass da so offenes Gelände ist, wo alles schön sichtbar ist. Ja, das ist genau das Problem. Alles mit Höhlen und weiß der Geier und Camps und allem möglichen Scheiß, wo du so gar nicht erst erkennst. Hier haben wir kein Schild dran. Hier ist ISIS Hauptstützpunkt. Bitte hier angreifen. Richtig. Hier ist der Unterschlupf von Osama Bin Laden, weil ich lebe noch. Ja. Wo ich übrigens auch noch. Terroristenführer. Wo ich übrigens auch noch sehr am Zweifeln bin. Ja. Du, von mir aus kannst ruhig der gewesen sein, aber ich bezweifle, dass der wirklich einen Einfluss hatte. Ich glaube eher, dass der ein Aushängeschild war. Ja, damals oder jetzt noch allgemein? Die brauchten vor allem damals. Ich glaube eher, dass der eher ein Aushängeschild war. Die Amis brauchten irgendeinen Schuldigen. Ja. Und da das der einzige war, gegen den sie eh gerade einen Hass hatten, mussten sie ja irgendjemanden aussuchen. Ja, stimmt. Weil Saddam war ja schon gestürzt. Saddam kam später. Ja, aber nach Bin Ladens Tod war Saddam aber. Ja, nee, aber Tod war... erst kam der Angriff auf Saddam und auf Bin Laden, dann kam Saddam. Ja, gut, aber trotzdem. Wie gesagt, die Amis, die suchen halt einen Schuldigen. Ja. Wie immer. Können unsere aber auch. Sind die Killerspiele, deswegen laufen wir Amok. Mhm. Genau, die Killerspiele sind dran schuld, dass wir Jugend heutzutage Amok laufen. Ja, immer. Ja. Es ist nicht das soziale Umfeld, das verkorkst ist, oder die nicht vorhandene Bildung oder die schlechten Zukunftsaussichten. Nein, es sind die Spiele. Genau. Nee, oder die Eltern, die einfach die Kinder dementsprechend misshandeln oder behandeln sogar. Genau. Oder verziehen. Ja, das will man einfach nicht sehen. Nee, es sind auch nicht die Drogen, die da viele genommen haben oder das Mobbing oder so. Nein, nein, es sind die Killerspiele. Es sind einfach die Spiele, die sind daran schuld, dass unsere Jugend heutzutage so verkorkst drüber kommt. Genau, Micha, warum bist du so verkorkst? Durch Killerspiele. Ach so, na dann. Da gibt's wenigstens das erklärt zu, alles. Ne? Ja. Das erklärt alles. Das erklärt alles. Ja. Vor allem sagen sie immer, ja, du kannst doch so eine Szene nicht im Spiel einbauen. Ja, guck dir mal manche Filme an. Guck dir mal den Film 300 an. Da wird ja bloß abgeschlachtet. Ja. Ja. Ja, aber weißt du, das sind solche Sachen. Da wird auch bloß gesucht nach Fehlern. Ja, Hauptsache mal, dass wir rummeckern. Ja. Ist doch immer so. Guck mal, wie war es denn damals bei Battlefield 3? Da kriecht man durch einen Kanal und wird von einer Ratte angegriffen. Dann muss man die Ratte töten, damit man es nicht verrät. Dann schaltet sich die Peter ein, weil man die Ratte getötet hat. Ja. Ja, ihr könnt doch keine Ratte in dem Spiel töten. Deswegen kommen die ganzen Tiermisshandlungen. Bullshit. Nein. Da geht's dann nämlich gleich weiter mit der ganzen Sache. Ist zwar schön, dass sie sich für den Tierschutz einsetzen, aber nein. Kannst du übertreiben, echt. Das ist echt nur Scheiß, einfach nur Scheißdreck. Wenn jemand fragen sollte, warum ich jetzt nein sage, einfach nein. Genau, weil nein. Nein, weil ist so. Genau. Punkt. Ja, das sind wieder so Sachen, die regen einen auf. Da ist es dann klar, dass man zum potenziellen Amokläufer modifiziert wird. Ja, aber da hat es einen anderen Hintergrund. Was macht mich aggressiv? Oh ja. So, wir sollten mal pennen gehen, es ist schon wieder dunkel. Das macht mich auch aggressiv. Oh Mann, oh. Was ist dunkel? Ja, es ist finster gerade. Macht mich voll aggro. Raste aus, ich laufe jetzt amok. Aggro, Alter. Genau, habe ich übrigens bei Destiny auch einen gesehen, der hieß mit Namen Ich tick gleich aus. Zusammengeschrieben. Ja, wenn es ihm Spaß macht. Geil ist aber immer noch die Hammerbumskeule. Oh ja. Oh Gott, ey. Ja, falls du zufällig zuschaust, sei gegrüßt. Hi. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber wenn ihr das schon so erzählt. Ich glaube, wir wollen ihn auch. Und die Pornomafia wirklich... war auch da. Genau. Pornomafia. Genau. Ja, nicht alles, wer Leute kennt. Dass das nicht überhaupt vom PSN noch zugelassen war. Ja. Da check ich auch nicht ganz durch, was denn das ab und zu ist. Weil da sagen sie immer, ja, keine pornografischen Namen oder wie war's, oder sag schon. Rassismus und so Zeug. Ja, oder hier sexuelle Belästigungen und Anzüglichkeiten. Dann kommt die Hammerbumskeule und die Pornomafia.
Ey, gut, Pornomafia würde ich noch sagen, aber Hammerbums. Das ist in dem Fall nicht schlimm, finde ich jetzt, aber wenn man schon sagt, das machen wir nicht, dann sollte man sich auch dran halten. Ja. Naja, man kennt es halt immer so. Das ist halt. So ist es halt. Ja. Und so wird es immer bleiben. Ja. So ist es. Jeder hält sich irgendwie nie an seine eigenen sozusagen Regeln oder sonst was, was er aufstellt. Ja. Ist schon traurig irgendwie, also. Ja, ja. Naja, was willst du machen? Tja. Abschaffen. Genau. Die totale Anarchie. Was hätte denn? Ich nichts dagegen. Lieber Korax, sowas kannst du doch nicht sagen. Warum? Können wir schon. Eben. Siehst du doch. Eben. Und bei YouTube wird das gleich zensiert und wird dann... Ach, wird zu viel zensiert. Also ich würde die Politik auf jeden Fall abschaffen. Abschaffen ist nicht, aber ummodeln. Nee, Politik setzt Korruption voraus eigentlich größtenteils. Deswegen. Ja, aber du siehst doch selbst, dass unsere Politik eigentlich auch mittlerweile ein Witz ist. Ja, deswegen, ich würde komplett. Scheiß auf alle... Freitagnacht Comedy. Politik for the win. Genau, Quizshow. Wer wird Politiker? Sie wollen die Leute unterhalten, sie wollen einen abwechslungsreichen Job, werden sie Politiker. Oh Gott. Richtig. Genau. Wenn sie viel Ahnung davon haben, Scheiße zu erzählen. Fanden schon immer lustig, Leute zu verarschen, werden sie Politiker. Genau. Sie genau. wollen ihr eigenes Volk verarschen, werden sie Politiker. Genau. Sie wollen Versprechen machen und nie halten, werden sie Politiker. Sie waren schon immer ein guter Lügner, werden sie Politiker. Werden sie von... Wollen Sie schon immer Leute abzocken? Gehen Sie zum Finanzamt. Liebe Leute vom Finanzamt, wenn ihr Korax Adresse wollt, weil er einfach Steuerhinterziehung macht, die er jedes Mal macht, die ich natürlich weiß, schreibt es bei mir in die Kommentare, ich melde euch die Adresse. PS, das war nicht ernst gemeint, die Sachen, die wir gerade gesagt haben. Falls jemand kommt, ihr seid voll die Assis. Würde ich jetzt so nicht sagen. Liebe NSA, falls ihr tatsächlich das mit der die Amis suchen nur Krieg hört, nehmt Korax fest. Genau. Und liebe, liebe NSA, wenn ihr uns gerade hier ausspioniert, fickt euch. Member left. Jetzt gleich komplett. Nee, echt, da kann ich kein Pardon. Also ganz ehrlich, NSA, fickt euch. Ich lass mich von keinen hier ausspionieren, hier irgendwie blöd und sowas. Oh doch, machst du weißt es nur noch nicht. Ja, allein das über Teamspeak, das läuft immerhin über Server und du weißt nicht, wer da alles mithört. Ja, aber ganz trotzdem. Ganz ehrlich, wenn sie es hören wollen, dann können sie es hören. Richtig, und das finde ich halt auch so eine Frechheit, dass unsere Bundeskanzlerin, unsere tolle, ach so super gute Merkel, das Ganze natürlich auch duldet und einfach nichts unternimmt. Natürlich. Außer sie ist betroffen. Ja, dann da wird einmal, natürlich dann wieder sofort Maßnahmen eingeschaltet. Gott, ja, ich wurde ausspioniert, privat. Das ist ja viel schlimmer als die ganze Bevölkerung. Aber nee, richtig. Ich wurde ja ausspioniert. Das sie ist ja auch das Nonplusultra von Deutschland, weißt du? Also, richtig, sie ist ja die Herrscherin von Deutschland, ja. Also ist es ja auch kritisch. Deswegen sollten wir sie ja auch unterstützen, falls sie spioniert wird. Deswegen unterstütze ich auch keine Politiker. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich habe noch nie gewählt und ich werde auch nie wählen, ganz ehrlich. Ich wähle aber bewusst andere Parteien. Ja. Die einzigen, die ich mal wählen würde oder sowas, wären eher die Piraten. Ja, das war auch so eine Protestpartei. Ja, aber die haben komischerweise fast mal gewonnen. Die hatten einmal einen Hauch von Erfolg und das war's. Die haben echt das einmal fast gewonnen. Aber die waren aber nicht mal vorbereitet. Die hatten noch nicht mal so ein... Nicht mal geplant. Ja, noch nicht mal so ein Sitz von denen halt, also ein Fest. Ja, aber es wäre doch tatsächlich mal eine Frage, was würde passieren, wenn tatsächlich solche Leute mal gewinnen würden? Was würde passieren, wenn die NPD tatsächlich mal gewinnen sollte? Oh Gott. Hätte man ein Problem. Ich will das gar nicht wissen, wenn die gewinnen würden. Nein. Hätte man ein Problem. Ja. Das weiß ich nicht. Ein Problem wäre es vielleicht nicht, weil die Wahlplakate, die immer sagen,
Ihr jetzt nichts gegen euch, liebe Ausländer, aber es ist tatsächlich so, die schreiben ja immer Ausländer raus. Wäre auf der einen Seite natürlich krass, auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil was kommt denn alles aus dem Ausland? Ja. Wenn man bedenkt, wir sind vom Import abhängig Das und ist vom genau Export, das. genommen vom Export. Und Allein an Lebensmitteln, was kommt alles aus dem Ausland? fast alles. Ja. Sehr Wenn viel vor ihr allem, es mal ne? so seht, wir sprechen sogar jeden Tag ausländisch. Ja. Weil allein so Wörter wie Paprika ist ausländisch. Paprika? Paprika kommt aus dem Griechischen. Okay. Okay. Macht viel auf Klugscheißer. Nein, das kam mal irgendwo bei N24, bei Galileo. Wow, sowas Okay. schaust du? Bitte? Sowas schaust du? Ich bin beeindruckt. Du nicht? Was verstehst du? Klar. Ja, Nein, jetzt mal wieder zurück, ernsthaft zum Thema. Es ist nämlich tatsächlich so. Was kommt wirklich alles aus dem Ausland? Was brauchen wir alles aus dem Ausland? Ja, das Vieles. meiste. Immer Rohstoffe. Natürlich. Nee, das ist. Gut, es ist nicht alles schlecht, wie bei allen Parteien. Es ist nicht alles gut und nicht alles schlecht, aber die Gesamtansicht, die akzeptiere ich nicht. Ich auch nicht. Ja, deswegen. Was tun, sprach Zeus. Aufhauen und weitermachen. Richtig. Immer schön nach vorne schauen und Let's Plays machen. Genau. Richtig. Gute Idee. Und immer schön weiter basteln. Apropos weiter basteln, ich würde mal einen kleinen Break einlegen. Ach, ist es schon Oh, wieder soweit? wie viel drüber? Eine Minute. Ach. Ach so. Abzüglich schneiden und rendern und bla bla bla. Also passt's. Immer auf Niveau-Level. Okay, dann ist ja gut. So, ich habe die Reihe auch hier gerade durchgezogen. Dann können wir in Ruhe aufhören mal. Ja. Oder? Habt ihr noch was zu Jo. sagen? Hey, passt. Wenn wir was haben, dann können wir es in der nächsten Folge weitermachen. Genau. Genau. Alles klar. Dann bis Gut. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao, Leute.